Willkommen zurück bei der neuen Folge von Let's Play Resident Evil 2. Ach ja, das hat lange gebraucht. Lange, bis ich das mal gefunden habe. In der letzten Folge sind wir mit Claire in Chief Irons Büro eingedrungen. Mit Gewalt, mit Sprengstoff, richtig viel Action. Und haben auf seinem Schreibtisch die Tochter des Majors gefunden, des Mayors der Stadt. Ziemlich kranke Sache. Naja, auf jeden Fall ist der da verschwunden. Komischerweise mit der toten Tochter, die jetzt wahrscheinlich mittlerweile ein Zombie sein sollte. Und strange Sachen gehen hier vor. Wir haben auf jeden Fall noch einen Schlüssel gefunden, nämlich den Herzschlüssel. Das heißt, wir werden, genau wie in der letzten Folge mit Leon, uns jetzt mal das Untergeschoss näher ansehen müssen mit Claire. Sprich, wir gehen tief in den Keller. Genau, in den Keller gehen wir. Das Problem ist nur, dass jetzt hier, hallo, genau das ist das Problem. Dass hier ein paar Zombies rumrennen. Weil ich ja kein Kabel hatte. Ja, ist der tot? Ja, ist tot. Gut. Ich benutze jetzt auch ein bisschen die Bowgun, einfach nur um die Munition da zu kriegen. Hallo! Gut. Stimmt. Okay, das sieht gut aus. Nur noch der hier. Stören mich nicht an. Okay, alle tot. Ist ja auch Munition. Sieht so aus. More Acid Rounds. Das ist cool, weil, wie es bei dem Granatwerfer üblich ist, wir können die gleich noch reintun. Der Granatwerfer kennt da kein Limit. Das ist ein cooler Granatwerfer. Da passen so viele Granaten rein, wie man hat. Solange sie von einer Sorte sind. Ich hoffe mal, dass durch die Fenster nicht noch mehr Zombies durchkommen. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ob sich das jetzt nachträglich noch lohnt, die Fenster zu verschließen. Das ergibt sowieso keinen Sinn, weil ich habe keine Kabel. Und hier sind keine Hunde? Weil hier waren die Hunde. Das klingt eher wie ein Zombie. Wie ein Zombie? Ah! Eher wie eine Zombie-Armee. Einer lebt doch. Na komm, wer ist es? Du warst es. Und das ist tot. Gut. Hier wippelt's wirklich von Zombies. Peng! 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 Ja, wir wollen mal einen Schritt zur Seite gehen. Da ist noch einer. Ja, ich weiß. Ach! Du lebst auch noch? Ja, dann weg mit dem Kopf. Ist ja unglaublich frech. Ja, da steht noch einer. Ja, das ist. Der meldet sich aber irgendwie nicht. Ja, ich glaube, der ist tot. Ich lauf mal nicht. Ja, der ist tot. Gut. Ja. Gut. Gehen wir erstmal raus. Ne, wir machen erstmal das. Ja, ist ja gut. Wir machen erstmal. Ja, genau, der Zombie ist fertig. Steh auf, ja. Ist gut. Und nachladen. Du bist tot. Freut mich. Wir machen erstmal das kleine Stromrätsel. Was ja extrem einfach ist. Vor allem, da ich jetzt die Lösung schon kenne. Auch als ich die Lösung nicht kannte, war es nicht gerade sehr schwierig. Die Karte lasse ich da liegen, die brauche ich ehrlich gesagt nicht. Kostet alles nur Zeit. Ne? So, Switch, das war hoch. Ah, das war falsch.
Aber eigentlich müsste das doch egal sein, ne? Und, nee, eigentlich müsste das nicht egal sein. Hoch. Doch, das ist egal. Und runter. Ach. Tja. Toll. Es müssen einfach bloß zwei runter. Okay. Ergibt Sinn. Mehr oder weniger. So. Jetzt könnte ich die dumme Bogan eigentlich aus dem Fenster werfen, aber das geht ja nicht. Resident Evil Charaktere wissen nur, wenn sie die Schlüssel nicht mehr brauchen, aber sie wissen nicht. Sie wissen nicht, wann sie Waffen wegschmeißen sollen. Ja, da braucht man auch die Karte für. Gucken wir uns erstmal das Parking Deck an. Wo wir mit Leon auf Ada getroffen sind. Die uns beinahe abgeknallt hätte. Dreist. Aber natürlich trifft. Ist. Ja, ja. Du schaffst es natürlich nicht allein. Versuch's doch mal. Komm, Claire. Du machst das. Sieht nicht so aus. Claire trifft natürlich nicht auf Ada. Denn Ada gehört mehr oder weniger zu Leon. So. Deswegen können wir hier eigentlich in diesem Parkhaus auch nichts machen. Vorerst. Eigentlich glaube ich generell sogar nicht. Wenn ich mich recht erinnere. Denn wir müssen mit Claire in die andere Seite. Da, wo wir mit Leon mal kurz waren. Wo ich mich gewundert habe. Hier ist ja gar nichts. Aber ich denke mal, bei Claire könnte das relevanter sein. Zumindest ist das, was mir logisch erscheint. Und das kommt doch wie gerufen, das rote Kraut. Komisch, ich höre jetzt bei ihr die Hunde jetzt schon. War das bei Leon aus? Ich weiß gar nicht genau. Bei Leon habe ich mich erinnert, dass die Hunde runterspringen. Und es ist, glaube ich, auch hier so, ja. Weil noch sehen wir keine Hunde. Wir können auf keine Hunde zielen, aber. Ja, genau, leck mich doch am Arsch. Ich gehe runter. Folgt mir doch, wenn ihr wollt. Oder könnt. Wahrscheinlich eher könnt. Hier. Vielleicht kommt sie ja da noch. The fence is broken. It's too small for an adult. Okay. Jetzt kommt meine Erinnerung wieder. It's too small for an adult to enter. Na, wenn wir doch bloß ein Kind hätten. Oh, wir haben ja ein Kind. Mehr oder weniger. Zur Verfügung. Also, wir haben kein Kind, aber wir haben eins zur Verfügung. Jetzt tun wir aber auch mal die Bogan weg, weil keine Munition mehr und so. Ja, ich hab noch sogar noch einen. Naja. Naja. Tun wir das immer weg. Brauchen wir nicht. Später aufheben. Tja. Und dann gehen wir mal raus und mal gucken, was passiert. Bei Leon war es ja auch so, als wenn man den Safe Room verlässt, auf einmal rennt Ada vorbei. Sherry, I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No, I won't. What's the matter? Don't you trust me? It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wait, Sherry. Don't go alone. Sherry! Sherry! Genau, Sherry. Zieh mich mit durch das kleine Loch, was zu eng für mich ist. Sherry! Und wir kennen diesen Raum ja bereits. Was hat sie? Sie hat a picture taken fairly recently. Das sieht dann aus wie ein Familienfoto. Wahrscheinlich mit ihrem Papa und ihrer Mama. Ach ja. And Sweet Sherry in the middle.
Sie hat allerdings keine Waffe. Also Ada war kurz hier unten, hat hier unten Schrotmunition gefunden. Allerdings, naja, war Ada bewaffnet. Ich hoffe mal, dass die Hunde da oben nicht mehr sind. Ich meine, ich spiele ein unbewaffnetes Kind, hallo? Wollt ihr mich foltern? Oh Gott. Das klingt nicht positiv. Statt Hunde? Präsentieren die mir jetzt Zombies oder wie? Oh fuck! Seriously? Was macht ihr? Was tut ihr dem kleinen. Was tut ihr dem armen Kind? Ach du meine Güte, sie kotzt auch noch. Obwohl, wenn sie kotzen, ist das eigentlich positiv. Solange die mich nicht fressen, ist das okay. Dem Kotzen kann man noch ausweichen. Einigermaßen. Hihi. Genau. Und am falschen Ende findet man immer Munition. Wie wir ja schon gelernt haben. Mit Sherry finden wir Granaten. Zip. Im Prinzip müssen wir, glaube ich, mit Sherry genau das gleiche machen wie mit Ada. Nur. Ja, nö. Gibt keine Uhr. Wir müssen dasselbe machen mit Ada. Nur als Sherry. Was natürlich etwas. Hör auf zu kotzen. Was natürlich etwas seltsam ist. Weil jetzt. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr ja, was Sherry jetzt machen muss. Ja, da kommen mir auch einige Zweifel. Kinderarbeit? Ich weiß es nicht. Und dann stelle ich wiederum mal wieder. Becky, Bex, Rebecca aus dem ersten Teil in Frage, die im ersten Teil keine Kiste schieben konnte. Und ja, wie wir sehen, Sherry hat ein paar Probleme mit dem Klettern, aber das schafft sie auch ganz gut, das macht sie super. Und was macht sie? Sie schiebt Kisten. Ja, das ist ein 10-, 12-jähriges Mädchen vielleicht. Und sie schiebt schwere Kisten. Ja? Es ist ja auch nicht so schwierig, Kisten zu schieben. Ich meine, solange der Boden nicht zu rau ist, die Reibungsfläche, damit die Reibungskraft nicht zu groß ist, sollte das schiebbar sein. Aber Becky? Ich kann das nicht. Ich hab Billy, das soll das machen. Und Shelly, die stellt sich tapfer an und schiebt das selber. Punkt. Aus Ende. Wir werden keine Fragen gestellt. Ich meine, hier geht's ums Überleben. Sie klettert sogar Stufen hoch, die so groß sind wie sie. Das ist erstaunlich. Das Kind hat echt Mumm. Und sie rennt durch ein zombieverseuchtes Polizeipräsidium. Total, naja, mehr oder weniger furchtlos. Ich meine, die managed es, am Leben zu bleiben, wo, weiß ich nicht, wie viele hunderte Erwachsene einfach mal gestorben sind. Dran, an den Zombies. Weil ich kann denen nicht ausweichen, ich kann nichts dagegen machen. Und das kleine Kind überlebt. Tja. Das könnte man natürlich auch als Selektionsfaktor sehen. So Richtung Darwins Evolutionstheorie Survival of the Fittest. Demnach hätten all die Leute, die zu Zombies geworden sind, die nächste Stufe der Evolution auch gar nicht erreichen sollen. Ich meine, Dummheit darf nicht weitergegeben werden. Are you there? No, I'm gone. Sherry, are you okay? Did you find your dad? No. Yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here. Whee. Here's another. Another. Vorsicht! Whoa. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. Irgendwie ist Claire creepy. Claire, I can't reach the ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back. Uh-huh. Sherry! Sherry! You can. Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there?
I'm on my way. Wir werden's machen. Ja. Jetzt können wir also auch da unten durch. Ihr erinnert euch an den Funkspruch von Leon, den er gemacht hat, als Ben, naja, als ihm gerade die Schulter aufgerissen wurde. Das war der Funkspruch von gerade eben. Und ehrlich gesagt, das mag man ja in Zweifel ziehen, dass Sherry auf sich selbst aufpassen kann, aber ich glaube schon. Ich denke, sie kommt ziemlich gut ohne uns klar. Wahrscheinlich sogar noch besser. So, was nehmen wir mit? Wir gehen jetzt nach dort. Ja, wo ist jetzt dort, ne? Ja, das ist so eine Sache. Wir wollen auf jeden Fall das Feuerzeug mitnehmen. So. Erstmal gehen wir, denke ich mal, in meinen Lieblingsraum. Die Leichen. Kammer. Ja, das war's gut. Das war's auch. Gut, die zwei Hunde sind extrem dämlich. Im Gegensatz zu anderen Hunden. Jetzt müssen wir mal genau hinhören. Ach, shit. Wieder mal ein Zombie. Okay, was machen wir? Was machen wir? Ich glaube, ich lasse ihn mal am Leben. Und weiche ihm einfach aus. Das Problem ist, ich bin denen jetzt toll ausgewichen, aber ich wollte eigentlich auf die andere Seite. Okay, Jungs, kommt mal alle her. Ja. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Wir wollen hier rein, in den Autopsieraum, ja. Ich wundere mich, sollten wir, bevor wir erstmal... Oh Gott, ich höre was. Ich höre was, das mir gar nicht gefällt. Wo ist das Ding? Wow, zwei! Nicht gut. Okay. Ich habe jetzt eher mit Zombies gerechnet, aber die Zombies sind ja alle schon rausgekommen, als Leon hier war. Genau, da sind schon die Platten runtergefallen. Wir nehmen die Red Card mit. So. Um jetzt den Zugang zur Waffenkammer zu haben, ja. Ich hoffe mal, dass derjenige, der die Spielstände erstellt hat, die ich gerade spiele, daran gedacht hat, für Claire im B-Gang, hallo, auch noch ein bisschen was dazulassen. Weil keiner sein, dass das jetzt leer ist. Kommt drauf an, wie nett derjenige war, der den Spielstand gemacht hat. Aber da die Spielstände ja sogar das S-Rating haben, denke ich mal, dass er alles da gelassen hat. Weil ihr müsst wissen, um S-Rating zu bekommen bei dem Spiel, muss man sich erstens extrem beeilen, sprich man hat überhaupt gar keine Zeit, hier in diesen Raum zu gehen. Totale Zeitverschwendung. Und zweitens, man kriegt einen Rang komplett abgezogen, wenn man das Maschinengewehr zum Beispiel benutzt. Wie das aussieht mit der Tasche, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob man da einen Rangabzug bekommt? Fände ich ziemlich sucky, wenn das so wäre. Weil die Tasche ist schon irgendwie wichtig. Das macht das Leben komfortabel. Da haben wir sie, ja. Das Maschinengewehr und das Sidepack. Ja. Das Sidepack nehme ich auf jeden Fall mit. Zwei mehr Plätze mehr, das, ja, werde ich nicht nein sagen. So, wir werden aber noch die restlichen Granaten eben reinladen. Gut. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Gehen wir erstmal nach oben? Und suchen die restlichen Räume, die noch übrig sind. Oder gehen wir erstmal Richtung... wir gehen erstmal Richtung Parking Deck. Gucken wir uns das Schlamassel da erstmal an. Ich weiß aber nicht, was da auf mich wartet. Wahrscheinlich wird uns eben bloß gezeigt, dass wir da nicht weiterkommen.
Irgendwelche Hunde. Hallo. Hi. Bravo, Hunde. Die sind nicht mal aggressiv geworden oder so und sind mir nachgerannt. Nein. Die sind einfach nur ganz gechillt. Was ist denn hier los? Ach du meine Güte. Ich hab nicht gecheckt. Hunde. Ich glaube, da liegt irgendwie ein Mikrofilm oder so. Interessiert mich gerade, was das ist. Leon, du hast die Hunde freigelassen, du Idiot. Oh, Danger. Na, wunderhübsch. Hier sollte auch noch ein Kraut drin sein. Oder zwei. Aber das eine ist blau. Insofern lasse ich es stehen. So. Gucken, ob Ben... Ja, genau. Ben liegt hier rum. Wunderbar. Und in seiner Zelle ist natürlich nichts. Hat er irgendwas bei sich? The body has been torn apart. Something appears to have burst out from inside. Und da finden wir nochmal Bowgun Bolts. Die seltenen. Aber das bringt nichts, wenn ich untersuche. Das könnte jetzt ganz schön knapp werden mit den Hunden. Je nachdem, wie nervig die jetzt werden. Ne, den Film nehme ich nicht mit. Danke. Ich wollte nur sicher gehen, ob es ein Film ist. Ist ja gut. Au. Warum ich hier lang gehe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier sind auch natürlich noch Hunde. Hallo. Ja, genau. Wunderbar. It's impossible for me to open it. Ah, da liegt was. Da liegt die Crank. Oh Gott. Renn, Claire. Ah. Au. Das ist unfair. Bin verwundet. Ach, wunderschön. Das kommt davon, wenn man einfach nur dämlich im Kreis rumrennt. Ja, du mich auch. Also tatsächlich, du mich auch. Okay, jetzt haben wir einen Fokus. Wir rennen einfach geradeaus durch. Und schnappen uns die Kurve. Ja, das ist zu weit. Shit! Ja? Gut. Soweit, so schlecht. Au! Au! Lass mich doch mal in Ruhe! Hab ich nichts getan! Ich habe auch keine Hundeleckerchen dabei. Ich hätte mal ein paar Würstchen mitbringen sollen. Ihr lasst mich auch in Ruhe, weil ihr habt schon was zu fressen. Hoffe ich mal. Oder auch nicht. Jetzt bin ich wieder auf Danger. Wunderbar. Hallo, Krankenwagen. Komm schon. Ihr seid ganz brave Hunde. Ihr seid ganz brave Hunde. Ihr tut mir nämlich nichts. Und den Krankenwagen hat man sicherlich gerade draußen gehört. Das war ja schön. So. Die zwei Zombies sind immer noch hier, oder? Ja. Wo auch sonst? Sorry, aber ich will jetzt kein Leben verlieren an dir. Das ist mir jetzt zu schade. So. Boah, Stress. Was zum Geier? Zombies. Weil ich das Kabel wahrscheinlich nicht benutzt habe. Wie unschön. Naja. Irgendwas blinkt doch da gerade, oder? Ne, das war nur Einbildung. Hier im Schrank. Sag nicht. Warum? Warum ist da nichts? Das ist gemein. Bei Leon war da was drin. Bestimmt Leon mitgenommen. Dem Körper irgendwie nicht ganz so, aber naja. Einen Brief lesen wir uns nicht durch, den haben wir ja schon mal gelesen.
Jetzt habe ich eigentlich jede Menge Säuregranaten. Ich hoffe, ich habe die anderen Granaten, die ich mit Shelly Shelly? Ich weiß gerade gar nicht so genau. Ich hoffe, ich habe die Granaten, die ich mit ihr gefunden habe, in die Box getan. Ich habe gerade irgendwie so ein komisches Gefühl, dass ich die vergessen habe. Eigentlich habe ich genug Pistolen. Also geht noch. Das sah schon mal schrecklich aus. Bang, bang, bang. Da war ich wohl zu voreilig. Und da lebt natürlich noch einer. Aber ist schwer festzustellen, welche. Ups, das war einfach zu viel. Jetzt alle tot. Alle tot, wunderbar. Zombie-Horden. Ich bediene mich mal an den grünen Kräutern hier. Hab ja sonst nichts. Ja, genau. So, irgendwie seltsam, dass wir schon länger nichts mehr von unserem Freund Mr. X gehört haben. Ne? Wollte ich nur mal so erwähnen. So, wir müssen jetzt eigentlich dahin, wo wir mit... Haben wir genug Platz? Naja, im Prinzip schon. Haben wir das Feuerzeug extra mitgenommen, ne? Ja, dann gehen wir mal. Kann das sein, dass ich vielleicht noch hier hinter dem Schreibtisch noch ein Kraut vergessen habe? Nö, gut. Habe ich mitgenommen. War ich ja wieder sehr gründlich. Ha, Eigenlob stinkt, aber who cares? So. Immer schön in Richtung Presseraum gehen wir jetzt. Da wartet sicherlich dasselbe Rätsel wieder auf uns. Obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob es dieselbe Reihenfolge sein wird wie bei Leon. Aber wahrscheinlich schon. Ist jetzt vor allem immer dasselbe. Und weg mit dem. Ach, genau, das habe ich ganz vergessen mit einzuberechnen, dass Ding den Schlüssel wegschmeißen wird. Das ist praktisch. Praktisch, praktisch. So. Genau, da ist das Rädchen. Mal gucken, ob hier auch so ein Erste-Hilfe-Spray rumliegt. Ja, tut es. Das ist sehr gut. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Ihr habt nichts gesehen. Warum ich auf den Granatwerfer switche? Ich habe keine Ahnung. So, ich denke mal, das ist wieder Königin, König und der Bube, der Jack. Nicht der Jerk, sondern der Jack. Klimper. Hi. Deswegen habe ich den Granatwerfer ausgepackt. Wo bist du lang? Da? Ganz klar. Ach, Mist. Hä? Hä? Boink. Das ist... ja. Mit diesen experimentellen Tyrannen ist das immer so eine Sache. Immer nur am Umknicken, die Jungs. Der erste Tyrann, dem man begegnet ist, theoretisch ein Zero. Aber auch der Tyrann, dem man eigentlich zuerst begegnet ist, also dem Tyrann aus dem ersten Teil, ja, hat viel mehr ausgehalten. Das war noch ein richtiger Tyrann. Aber ich halt besser die Fresse, denn ich weiß sie da mehr, als ich ausplaudere. Naja, eigentlich indirekt plaudere ich damit eigentlich mehr, als ich wollte. Egal. Nee, kann ich auch nichts tun. Was für ein Loch. Unglaublich. Wow! Noch ein Loch! Hammer! Hammer, Hammer, Hammer.
Angst vor dir. Passt das jetzt mal langsam? Mir gehen die Granaten aus. Mr. X Großbaba in Hose gemacht. Und er hat sogar noch was dabei. Noch mehr Bowgun Balls. Yeehaw. Egal, ich freue mich. Man hört's noch nicht. Ist aber noch keine Zeit zum Heilen. Nee. Ich glaube, jetzt kann ich mich auch wieder umrüsten. Kult. Also eigentlich ist es empfohlen, dem Mr. X auszuweichen. Würde ich euch empfehlen, weil ich meine, man kriegt zwar immer Munition dadurch, aber ist nicht gerade viel. Es geht so. Meistens kostet das eigentlich fast ein ganz klein wenig mehr Munition, ihn zu töten, als die Munition, die man wiederbekommt. Okay, wenn man alles perfekt, wenn man perfekt schießt und keine Munition verschwendet, ist das eine andere Sache. Dann kriegt man wahrscheinlich ein bisschen mehr raus, als man da reingesteckt hat. Aber trotzdem, man kann ihm ausweichen und ich bin auch dafür, man sollte es tun. Genauso wie diesem Licker. Man kann ihm ausweichen und ich bin auch dafür, man sollte es tun. Wie das auf dem Rückweg aussieht, ist wiederum eine andere Sache. Ob ich dem Licker da ausweichen kann? Weiß ich nicht so genau. Eigentlich bräuchte ich 2 Kräuter. Ja gut, ich habe die Munition mitgenommen. Das freut mich. Ja. Jetzt wird es eigentlich wieder Zeit für die Burger, ne? Theoretisch. Ich nehme noch eine extra Heilung mit. Also eine, die ich normalerweise nicht mitnehmen würde. Weil ich mich ja bald heilen muss. Und natürlich die Bogern. Komm. Die Bogern wäre gar nicht mal so scheiße, wenn man alles Munition reinstecken könnte, wie bei dem Granatwerfer. Geht aber nicht. So. Hab ich jetzt alles? Ich muss nochmal anschauen. Ja, gut. Das reicht. Das ist ausreichend. Ja, und klärt halt das Problem, dass sie halt nicht durch dieses Manhole kommt bei den Hunden da unten. Sprich, sie kann nicht den Weg nehmen, den Leon genommen hat. Da irgendjemand auch. Ja, jetzt ist aber höchste Zeit. Da irgendjemand die Luke wieder zugemacht hat. Wer auch immer es gewesen sein könnte. Ich weiß nicht. Das war sicherlich der NPC-gesteuerte Leon, dieser Idiot. Deswegen müssen wir einen anderen Weg in die Kanalisation suchen. Darum entwickeln sich unsere Probleme gerade. Aber Probleme sind ja dazu da, um gelöst zu werden, ne? So. Was jetzt kommt, ist eigentlich das Gleiche. Mit einer kleinen Variation allerdings. Also wir gehen jetzt hoch, krempeln die Leiter wieder hoch und finden, glaube ich, noch ein Tafelstück, das letzte. Aber dann müssen wir halt nicht dahin, wo Leon lang ging, da können wir nicht lang. Ihr erinnert euch sicherlich, dass wir mal beim Chief Irons, hinter seinem Stuhl, da waren so 3 Einkerbungen für 3 Platten, ne? Da müssen wir hin. Switch. Dann switchen wir den Switch mal. So. Und dann ist auch schon das letzte Plattenstück. Booster. Gerne. Leon war sich nicht zu fein, darunter zu springen ins Dust Hole. Allerdings klar ist es. Ist aber auch wäre auch unsinnig. Also wenn man da runterspringen könnte, würde ich davon abraten. Das führt nur zu einem längeren Weg. Man sollte wieder den Weg
gehen, den nur dann gekommen ist. Das heißt, wir müssen wieder am Licker vorbei. Ich hätte ihn töten sollen. Langsam bereue ich das. Aber jetzt werde ich ihn nicht mehr töten. Ich meine, ich hätte ihn beim ersten Mal töten sollen, weil dann hätte sich das... Was zum Geier? Du heilige Tyrann, lass mich in Ruhe. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass der jetzt kommt. Dann wäre die Idee mit dem Runterspringen durchs Dust-Hole vielleicht doch nicht so schlecht. Aber es geht wie gesagt nicht. Wir machen mal... Oh, taktischen Rückzug. Strategisch. Der rennt wie ein Sack, ey. Gut. Er fällt wieder mal um. Ja, die Granaten nehmen wir gerne mit. Übrigens, diese Granaten mit diesem grauen Hintergrund, das sind die Explosivgranaten, die sind stärker als die Säuregranaten. Also, ja, nicht stärker. Es kommt halt immer auf den Gegner drauf an. Das Problem ist, die Säuregranaten sind halt nur effektiv gegen Licke und nackte Zombies. Also alles, was keine Panzerung hat. Zum Beispiel der Tyrann, der ist ja nicht nackt. Der hat ja jede Menge Trenchcoat an. Deswegen heißt er übrigens auch, in Fachkreisen wird er auch Mr. Trenchcoat genannt. Oder Trenchy. Ich glaube, der wird sogar von Leon Trenchy genannt. Hey, Trenchy! Könnte voll der Exhibitionist sein, der den Mantel so sich entblößt und darunter nackt ist. Hihihi, schaut mich an! Oh Gott, solche Flitzer. Noch nie einen gesehen zum Glück, aber schon davon gehört, dass so Leute da mit Trenchcoat durch den Park rennen und dann spontan mal blank ziehen. Keine schöne Erfahrung, kann ich mir vorstellen. So, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich das und das und vor allem das. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen archäologische Fähigkeiten beweisen. Oder kunstrestauratorische Fähigkeiten, indem wir dieses Plattenstück zusammentun. Und da kommt ein Jaguar-Stone bei raus. Praktisch, ne? Aber ich wollte eigentlich die Bowgun ausrüsten. Genau. Tja. Mr. X kommt jetzt in letzter Zeit irgendwie häufiger. Das war ja schon... Drei Begegnungen sehr kurz hintereinander. Sehr beunruhigend. Aber was will man machen? Kommt man nicht drum rum. Das Schlimme ist nur, dass er überall Löcher reinreißt. Das geht doch nicht. Claire! Claire! Shelly! Sherry, you're okay. Sherry, I'm glad to see you're safe. Shelly. Yeah. I'm so glad to see you safe as well. So, how did you manage to get, you know, out of there? Dieses Bild? Also die Sekretärin hat das Bild ja als gruselig beschrieben, mit dem Kind und dem brennenden Hintergrund, so abstrakt und so. Ich finde das Bild cool. Das hat was. Auf jeden Fall setzen wir jetzt erstmal die Steine da rein. Klack. Mit dem Bild zusammen ergeben die Steine natürlich auch noch ein kleines, kleine Geschichte. Aber. Da. Können wir doch gepflegt darauf verzichten. Hier ist noch ein. Mail to the Chief. We have. Achso, das ist. Ja. Das sind die Dokumente, die man eigentlich bei Ben gefunden hat. Bei Leon. Habe ich ja schon mal vorgelesen. Fahrstuhl. An elevator. It appears to go down. Claire! Yeah, sure. I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Okay. Gehen wir in das versteckte Hinterzimmer und benutzen den versteckten Fahrstuhl in den versteckten Keller. Kann ja nichts passieren.
Oh, sogar mit Ketten an der Wand. Und altmodischen Fackeln. Der Mann hat Stil. Nicht wirklich. Sollte sein Inneneinrichter unbedingt feuern. Inneneinrichter, Inneneinrichter. So, you've made it this far. Not bad, girl. But I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Calm down, Chief. What happened? Shut up! You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way. William Birkin. I'm sure you've already seen his little girl running around here somewhere. Sherry. Isn't it? Yeah. In case you haven't already figured it out, the monster that's been tearing my precinct apart is yet another product of the G-Virus. Mistakes. An ultimate bioweapon. Unbelievable. Jetzt spricht er wieder leise. So leise, dass man es nicht hört. Aber er hört dafür was. What the? So schnell kann's gehen, ne? Chief? So schnell kann's gehen. Ja, was ist das hier für ein Raum? Glaubt mir, ihr wollt es nicht genau wissen. Trotzdem werde ich euch auf die Nase binden. Das ist ein kleiner Folterraum. Oh, beziehungsweise ja, Folter eher weniger. Es ist ein... Naja, hier präpariert er seine Trophäen. Also ein Präparationsraum. Formalin, Chloroform und andere Chemikalien. Dasselbe. Ziemlich verstörendes Zeug. Ich könnte eigentlich das komplett simultan übersetzen. Aber ich finde das eigentlich auf Englisch ziemlich gut. Deswegen übersetze ich das meistens nicht. Ich meine, ihr könnt alle Englisch. Da braucht man es euch nicht übersetzen. Wenn ich es übersetzen würde, dann würde ich euch ja... Würde ich ja vermuten, dass ihr kein Englisch könnt. Das ist ja eine Beleidigung. It's a thaw. Fresh blood is smeared on the blade. Wen er hier wohl gerade zersägt hat? Ich weiß es nicht. Selbst... das ist ein Waschbecken. Ich wollte sagen, da ist ein Herd, aber... Ich glaube, der kocht sich da keine Menschensüppchen. Na, wo nicht? Wow! Okay, ich habe mich erschreckt. Danke. Hey, Chief! How's it going? Oh, Ihnen fehlt der Unterleib. Das passiert schon mal. Claire dazu nichts zu sagen. Total normal. Da habe ich mit gerechnet. A ladder leads down. Will you go down? No. I wouldn't. Auf keinen Fall. Hallo? Ich würde mir einen anderen Weg suchen. Ja. Wer bist du? Oder was bist du? Geht's dir gut? Leg mal das Rohr zur Seite, das brauchst du nicht. Zu viele Steroide. Und Augen. Zu viele Augen, eindeutig. Ich weiß, was das Problem mit deinem Problem ist. Au! Au! Lass dein scheiß Stahlrohr stecken, ey. Mach mal.
Ach. Schlechte Idee. Utsch. Ja, wunderhübsch. Wir machen mal eben. Au. Verdammte Scheiße. Wir machen mal eben einen kurzen Cut. So. Da sind wir wieder. Das war disturbing. Uiuiui. Glaubt man ja kaum. Guckt ihn euch an, ey. Wie gesagt, lass das Rohr. Das brauchst du nicht. Es kommt nicht auf die Größe an. Und auch nicht, wie massiv es ist. Es tut weh. Egal wie groß es ist. Okay, er ist anderer Meinung. Shit. Das wird so nix. Au. Komm ich wenigstens vom zweiten Schlag weg? So auf jeden Fall nicht. Was mache ich hier eigentlich? Weiter zurück! Au! Okay, das war's dann, glaube ich. Oh boy, wir kriegen noch eine Chance, uns zu heilen. Iha! Ich glaube, ich könnte dann doch mal ein paar Granaten riskieren. Au! Hihi! Zu wenig Platz hier, das ist das Problem. Hä? Die Musik ist doch vorbei. Lass mich hier in Ruhe. Hä? Oh, ich glaube, das ist hier. Oh, okay. Ist runtergestürzt. Sie guckt auch schon runter. Hä? Lebst du noch? Alles klar? Nicht? Das tut mir leid. Na gut. Zur Zusammenfassung, das war William Birkin, der Vater von Sherry. Gut, dass sie das nicht gesehen hat. Wäre bestimmt ziemlich, weiß ich nicht. Mindestens genauso seltsam für Sherry wie für mich, dass ich gerade in der Leiter stehe. Wee, 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 wee. Egal. Will you go up the ladder? Natürlich. Wieso sind wir jetzt eigentlich hier? Warum gehen wir nicht erstmal Sherry holen? Ach, die kann da bleiben. Das ist okay. Okay. Ja, ich verstehe schon. Gut. Dann ist ja alles klar. I have to go back for Sherry. Ach, ja. Wo ich doch gerade davon sprach, ne? Jetzt kommt es auch jetzt erst auf die Idee. Hättest du mir auch schon sagen können, als ich Leiter hier hochklettern wollte. Ich habe irgendwas vergessen. Vielleicht sollte ich jetzt mal Sherry holen. Nachdem ich ihren Vater ermordet habe. Das Ding ist ja, sie weiß es ja auch gar nicht, dass das Birkin war. Ich meine, der Typ hat zwar einen Ausweis getragen. So einen typischen Laborantenausweis an der Brust, aber ich glaube, so in der Hitze des Gefechts konnte man das nicht unbedingt gut lesen. Obwohl, so wenn man so gerade niedergeknüppelt wird von einem scheiß Eisenrohr, hat man sicherlich so eine kleine Sekunde Zeit, so nach oben zu schauen und so, oh Gott, jetzt kommt gleich der letzte Schlag und dann kann man wenigstens mal eine Sekunde auf das Schildchen starren. Wer tötet mich da eigentlich? Oh, es ist William. Wunderbar. Claire, you came back! I can't believe the man who developed the G-Virus is actually her father. War das gerade ein innerer Monolog oder hat sie es gesagt? What's wrong, Claire? It's nothing. Das war ein innerer Monolog. But I think I found a way out of here. We should be able to find someplace safe if we can just make it out of town. But... Don't worry, I'll protect you. I promise. But you have to make sure you don't leave my side. Yeah.
Das ist so die Aufforderung vom Weg. Ey, du folgst mir jetzt, verstanden? Der Shelly natürlich ein braves Kind ist. Nicht so wie Ada, die sich denkt, pff, leck mich, ich gehe meinen eigenen Weg. Folgt sie mir auch. Vorerst. Mal gucken, wie lange. Obwohl ich nicht weiß, ob ich das kleine Mädchen hier durch den Raum gehen lassen würde, ohne ihr die Augen zu verbinden. Und das würde ich sie, glaube ich, auch nicht sehen lassen. Ja. Ich bin mir sicher, Claire hat irgendwo noch ein Halstuch oder so. Na gut, sieht nicht so aus. Was weiß ich, dann sag ihr, sie soll die Augen schließen und du führst sie. Oder nimm sie Huckepack, aber... Gott, verdammt, du kannst das Kind doch nicht diesen Scheiß sehen lassen. Obwohl. Ach, Sherry! Ach ja. Immer wenn man sich zu weit weg bewegt, dann hockt sie sich hin und tut so, als ob sie von nichts eine Ahnung hat. Obwohl sie schon seit ein paar Tagen sicherlich in der Stadt überlebt. Ohne mich. Sie muss das eigentlich schon ziemlich gut kennen. Das Business. Ich lass dich hier. Come on, let's get out of here. Genau. Spring mal vorher ins Wasser. Ist ja so schön. Claire? Guck nicht mich an, ich habe auch Angst vor dem. Run! Run! Stell dich doch nicht mitten in den Wasserfall. Oh, was? Hey! Sherry, where are you? Sherry! Claire, du hast eine deiner Aufsichtspflicht verletzt. The floodgate is open. Toll. Wunderprächtig. Wo sind wir hier? Das ist nicht dasselbe Eingang. Na, kann doch gar nicht dasselbe Eingang sein. Hier sind zwar auch blaue Kräuter, aber das kann ja nicht derselbe Punkt sein, an dem Leon rausgekommen ist. Tja, das ist ja grafisch unmöglich. Das ist auch nicht derselbe Speicherraum. Obwohl es ziemlich danach aussieht. Aber ist es nicht. Tasche. Was? Ah! In der Tasche befinden sich Patronen. Gar nicht mal so wenig. A device to regulate the quality of sewage water. Das ist gut. Was steht da auf dem Dokument? Sewer Manager Facts. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen, sonst hat mich total... Ja! Das lese ich nicht nur mal vor, das ist sowas von langweilig. Und uninteressant, ich weiß nicht. Vielleicht ist da irgendwie ein Hinweis für ein Rätsel drin, aber ich habe das... Dann habe ich es nicht erkannt. Wenn da eins drin gewesen sind und uns entschränken muss. Ja, hier ist ein Surface Frame. Wunderprächtig. Ist ein old locker. Ja, dann machen wir auf. Halt nicht. Du denkst, dass du was Besseres bist. Ich glaube, an sich beende ich hier erstmal die Folge. Weil wir sind mit Leon sind wir jetzt in so einem Raum hier irgendwo in dieser Anlage, in dieser Wasserfilterungsanlage, und mit Claire sind wir auch in so einem Raum in der Wasserfilterungsanlage. Ich denke mal, wir sind uns jetzt eben durch. Deswegen sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ne? Und so.